Hallo und herzlich willkommen zurück im KRONE.at Sportstudio bei der Bundesliga-Analyse. Diesmal zur 32. und somit letzten Runde einer spannenden und turbulenten Saison. Michi, du bist heute auch wieder hallo, da. Vielen Dank. Grüß Gott, hallo. Gerne. Spannend war's. Extrem. Die extrem Saison. Spannend. Rückblickend, was sagst du? Was für mich wirklich überraschend war, dass nach diesen Corona-Problemen das doch recht gute Spiele zu sehen waren und sehr spannende Spiele. Es war ein sehr gedrängtes Programm, sehr dichtes Programm, aber es hat grundsätzlich eigentlich ganz gut funktioniert. Also mit der Doppelbelastung haben die meisten ganz gut umgehen können. Vor allem waren es Probleme, mit denen man davor sich eigentlich noch nicht auseinandersetzen musste. Geisterspiele genau. Bis hin zu allen anderen Dingen, einer sehr langen Pause. Und wir kommen gleich zum ersten Spiel der Runde, zum Abstiegskampf zwischen der WSG Tirol und Admira. Es war das direkte Duell. An was ist es deiner Meinung nach denn beim Sochowski-Club gescheitert? Ja, was man noch kurz sagen muss, es war bis zum Schluss spannend. Ja. Ja, es war extrem spannend. Auch ganz oben war es nicht so klar. Ja. Also Rapid ist schon ziemlich gefährlich nahe gekommen. Der LASK hat natürlich durch den Punkteabzug einiges verloren. Aber wenn wir jetzt bei dem Spiel sind, Tirol gegen Admira, da ist schon noch um sehr viel gegangen in dem Spiel. Und es war ja, ein richtiges Kampfspiel, möchte ich mal sagen. Es war nichts für Fußballfeinschmecker. Es war ein richtiges Abstiegskampfduell. Und die Admira hat wahrscheinlich ein bisschen mehr Glück gehabt an den Tag, weil die Tiroler haben einige gute Chancen gehabt. Meierhofer kann ich mich erinnern. Einige Chancen, die er normal verwerten muss. Also mit dem Kopf ist er an und für sich sehr stark und da hat er doch einiges auslassen. Die Chancen schauen wir uns auch gleich an. Die Highlights vom Spiel. Ja, das sieht ja, also, man gleich. Da sieht man die Chance, die ich angesprochen habe. Normalerweise ist es für ihn eigentlich relativ einfach zu machen. Er ist groß, robust. Er hätte so richtig zum Held werden können. Dann die Chance Admira. Admira hat auch einige Chancen gehabt mit Jimmy Hoffer. Aber in Summe waren die Chancen schon ein bisschen Mangelware. Ja. Es hat, die Tiroler haben einiges probiert, natürlich alles riskiert bis zum Schluss. Aber ja, es ist eine Partie gewesen. Da, die nächste Chance haben wir gesehen mit dem Meierhofer, der normalerweise diese Bälle seine, reinmacht. Genau. Also das sind genau seine an und für sich. Bälle, ja. Also er hätte wahrscheinlich der große Held werden können. Zum Schluss ist es 0:0 ausgegangen. Die Admira bleibt damit in der Bundesliga. Wie ist denn das im direkten Abstiegskampf, im direkten Duell? Ist man da anders angespannt? Wieso geht das Spiel dann so aus? Also ich kann es ja nur vermuten, weil ich war ja Gott sei Dank nie in so einer Situation. Bei der Wiener war ich doch einmal in so einer Situation. Ja. Wir sind dann auch abgestiegen. Es geht schon die ganze Zeit. Es waren lauter Finalspiele in Wahrheit, die letzten Runden. Und das zehrt schon. Das zehrt schon an der Substanz, mental, körperlich natürlich auch. Und da ist so der richtig, wer dann die Nase vorne hat, wer hat den größeren Siegeswillen ja, letztendlich und wer will das unbedingt schaffen. Glück gehört auch dazu, das müssen wir aber auch erzwingen. Möglichkeiten wären da gewesen für die Tiroler. Also Meierhofer hat es ein bisschen versemmelt. Du hast es eh vorher gerade erwähnt, es hat ganz, ganz tolle Chancen gegeben. Für beide Mannschaften eigentlich hat es gute Chancen gegeben. War Tirol jetzt rückblickend wirklich die schwächste Mannschaft? Ja, in Summe wahrscheinlich schon. Also ich meine, da ist nicht mehr allzu viel Unterschied. Die Admira hat auch ganz eine schlechte Saison gespielt. Und also das war jetzt so wirklich ein Finalspiel und wer an dem Tag einfach das, wer mehr Glück hat, wird es letztendlich schaffen. Aber die Tiroler haben doch in Summe, sie haben ein bisschen Aufflackern gehabt, sie haben phasenweise vielleicht sogar ganz gut Fußball gespielt, aber in Summe war es einfach zu wenig. Das muss man schon ganz klar sagen. Wobei, wenn es die Admira erwischt hätte, hätten sie es ja auch nicht beklagen können, weil da ist auch nicht vieles, hat auch nicht vieles funktioniert. Die Admira hat dieses Jahr auch eine schwierige Saison gehabt. Die gelten jetzt mittlerweile fast als unabsteigbar, vor allem letztes Jahr auch. Ja.
Irgendwie wursteln sie sich immer wieder durch und irgendwie schaffen sie es doch nicht abzusteigen. Aber das kann nicht das Ziel sein. Also man müsste sich schon ein bisschen weiter nach oben orientieren, dass man nicht immer bis zum Schluss zittern muss. Das geht unglaublich an die Nervensubstanz. Natürlich die Verantwortlichen, die müssen auch jedes Mal bis zum Schluss zittern, ja, mit den Planungen und wie geht es weiter. Und ja, da sollte man mal schon auch den Hebel ansetzen, dass das nicht immer bis ganz zum Schluss ein Zittern wird. Mhm. Wie haben sich in deiner Meinung nach die vielen Trainerwechsel der Saison auf die Leistungen von Admira ausgewirkt? Nicht gut. Also Trainerwechsel sind nicht gut, wenn man so viel herumprobiert und nicht eine klare Linie vorgibt. Also vielleicht hat man jetzt gegen Ende die richtigen Maßnahmen gesetzt, ja, mit Magath und auch Ernst Baumeister wieder zurück. Aber das ist natürlich sehr kurzfristig jetzt gewesen. Jetzt, okay, jetzt sind sie mal da, jetzt hat man es geschafft, jetzt kann man schon ein bisschen anders sich orientieren, anders planen. Und ja, nächste Saison wird man dann erst richtig sehen, ist das jetzt alles richtig, was man entschieden hat. Wird Zvonimir Soldo mit in die nächste Saison gehen? Das ist immer die Frage, die wir nicht beantworten können. Er kommt von Magath und deswegen glaube ich doch, dass es ein Miteinander weitergeben wird. Mhm. Dann kommen wir zum nächsten Spiel und zum Sensationsteam der Saison. Oder kann man sie überhaupt noch Sensationsteam nennen? Sie machen ja den dritten Platz irgendwie auch schon wieder. Genau. WRC Wolfsberg gegen SK Rapid Wien 3:1. Wie macht der WRC das? Ja, das Ergebnis relativ klar und auch verdient. Die Wolfsberger haben sich diesen dritten Platz wieder über die ganze Saison erarbeitet, erkämpft. Haben natürlich auch ein bisschen einen Hänger gehabt, aber sie haben es dann letztendlich auch mit Hilfe von Salzburg, da war ja das Duell mit dem LASK um den dritten Platz. Mhm. Und die haben eben auch verloren und deswegen hat sich der WRC diesen dritten Platz fixieren können. Hochverdient. Sie haben den Weismann drin, den Lindl drinnen. Also das sind schon ganz, ganz wichtige Stützen. Hat man im ganzen Verlauf der Saison gesehen, wie wichtig diese zwei sind. Aber auch die ganze Mannschaft hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Auch der Trainer Ferdinand Feldhofer hat sich da sehr gut eingelebt, muss man sagen. Und hat das, wie soll man sagen, diese fast schon oder diese Philosophie, die der WRC eigentlich schon über die letzten Jahre zeigt, fortgesetzt und sie haben was entwickelt, sie haben einen Stil, der ganz deutlich erkennbar ist, sie haben ja international schon gespielt, haben auch überrascht, also da ist schon sehr viel passiert in Wolfsberg und ja, Gratulation von meiner Seite, hochverdient. Gestern haben sie 3:1 gewonnen und das zu Hause und dazu schauen wir uns jetzt die Bilder an. Da sehen wir gleich das 1. Ja, das war natürlich ein Geschenk von Rapid, das sieht man eh ganz klar. Es waren dann ein paar Diskussionen, Hand oder Nicht-Hand, aber letztendlich glaube ich, war es okay. Das war eine sehr schöne Aktion. Lindl, glaube ich, mit dem rechten Fuß diesmal die Flanke geschlagen und Wernitzki haut sich da so richtig in die Flanke rein. Und das war ein Zuckertor wieder, also von Weismann, der uns immer wieder überrascht mit sensationellen Toren. Da ist jetzt noch das Ehrentor, war nicht mehr allzu schwer zu machen. Da war man aus Sicht von WRC ein bisschen nachlässig. Muss man machen, dieses Tor. Und ja, aber ich wollte nochmal sagen, Weismann ist ja unfassbar, was der für Tore geschossen hat. Zu Recht auch die Torjägerkrone geschafft hat. Also, sensationeller Mann, dass der überhaupt noch in Wolfsberg ist, ist mir immer noch ein Rätsel. Welchen Anteil hat schon Weismann für dich am Erfolg? Nein, nicht nur er, also es ist in Wahrheit die ganze Mannschaft, aber ich habe es ja schon erwähnt, herausragend natürlich Lindl mit seinen Ideen, mit seiner Technik, hat er immer den öffnenden Pass und dann ist einer da, der auch diese Pässe verwerten kann und sehr trocken und manchmal aus Situationen, wo man normalerweise nicht damit rechnet, dass er Tor wird. Also wir haben gesehen, Vollrückzieher, Heber, alles, Direktabnahmen. Also der Bursche hat uns so richtig Freude gemacht. Der WRC ist somit in der Europa League Gruppenphase. Ja. Schaffen Sie es nach der guten Performance voriges Jahr, glaubst du, dieses Jahr auch zu überwintern vielleicht sogar? Was erwartest du? Was glaubst du, werden wir sehen vom WRC? Also
so wie diese Mannschaft geartet ist, so wie die einfach gemeinsam agieren am Platz, glaube ich, dass sie wieder eine gute Rolle spielen werden. Ob sie es diesmal auch schaffen, ist die Frage. Durch diese Doppelbelastung, wie kann man sich doch noch ein bisschen verstärken, wie kann man sich noch ein bisschen weiterentwickeln. Aber jetzt ist einmal so, dass man natürlich was Tolles wieder geschafft hat. Das ist ganz klar. Das heißt, man hat Erfolgserlebnisse, man hat Selbstvertrauen und das ist ganz wichtig. Und da kann man drauf aufbauen und wir drücken die Daumen, dass es wieder so wird wie die letzte Saison. Ja. Rapid macht den zweiten Platz dieses Jahr. War ja gestern ein bisschen dann schon die Luft draußen? Die Luft draußen. Also ja, es war aus meiner Sicht schon die Luft draußen und ist so und so. Vizemeister, zweiter Platz für Rapid. Unerwartet, sensationell in Wahrheit. Man kann sich nichts drum kaufen, aber es ist... Wie ist es, wenn man es ist ganz gut gelaufen letztendlich mit den vielen ja Verletzten. Ist dann weniger Motivation noch da, wenn man schon weiß, ein Platz ist fixiert? Wie fühlt sich das ja an einem Platz? Klar, man versucht natürlich genauso in das Spiel zu gehen, genauso alles zu geben. Aber wenn du jetzt nicht das wirkliche Ziel mehr vor Augen hast, weil es konnte nichts mehr passieren in Wahrheit, also dann ist es schwer, noch einmal an die Leistungsgrenzen heranzugehen, sich so zu quälen, dass man wirklich auch dieses Spiel gewinnt. Und vor allem der WRC war ein sehr schwerer Gegner. Ja. Da ist noch um sehr viel gegangen. Die haben natürlich nicht locker gelassen. Die wollten unbedingt gewinnen. Und da ist es natürlich ganz schwer, wenn man jetzt ja nicht mehr diese große Herausforderung hat. Ich muss jetzt unbedingt, also da ist dann schon ein bisschen... erspart man sich vielleicht den einen oder anderen Meter und das ist dann ganz schlecht. Sie haben sich trotzdem den zweiten Platz in der Tabelle gesichert und stehen somit in der Champions-League-Qualifikation, steigen in der zweiten Runde ein. Ist für dich persönlich der dritte Platz nicht fast ein bisschen attraktiver durch die direkte Europa League? Ja, aber man kann das nicht so hindeichseln, so planen, dass man jetzt der Dritte wird, ob es gescheit oder nicht gescheit war. Man will oder man muss als Profi versuchen zu gewinnen, jedes Spiel zu gewinnen und am Ende wird dann abgerechnet und vorher zu spekulieren und was wäre wenn, und wie, das ist nie gut im Sport, das geht meistens nach hinten los. Also ich glaube, dass man sich freuen kann, auch Champions League Quali ist eine tolle Geschichte und ja, schauen wir mal, was sich dort tut, da ist sehr viel Arbeit, es ist viel Verletzte, Verträge laufen aus von richtigen Spielern. Finanziell hört man, ist nicht so rosig. Also es ist jetzt im Sommer, glaube ich, schon sehr viel Arbeit noch für die Verantwortlichen. Und ja, man muss eine Mannschaft formen, die dann auch in der Meisterschaft wieder performt. Und natürlich auch in der Quali von der Champions League. Also es wird in Summe für alle Mannschaften irgendwie spannend. Ja? Weil wie kommt man aus dieser ganzen Krise heraus? Jetzt hat man mal die Geisterspiele gehabt, jetzt hat man mal diese Doppelbelastung kennengelernt. Also das sind alles Erfahrungen, die man auch verwenden kann und verwerten kann. Und ja, Vizemeister Rapid ist nicht so schlecht. Ist nicht so schlecht, ist sogar sehr gut. Wir wünschen auf jeden Fall beiden Mannschaften international ganz, ganz viel Erfolg. Auf jeden Fall. Du hast es vorher schon angesprochen, schwierig bei Rapid. Schwab hat jetzt zum Beispiel noch immer keinen Vertrag, ein sehr wichtiger Spieler. Kübauer hat gesagt, er kann sich Rapid ohne Schwab nicht vorstellen. Michi, kannst du dir Rapid auch nicht vorstellen? Das ist eine klare Ansage, ne, vom Trainer. Also es wird alles unternommen, dass das Schwab bleibt. Ist, glaube ich, ein sehr guter Kapitän. Wenn er sich verbessern kann, wird er es machen, ganz klar. Das ist so in dem Geschäft. Aber Rapid wird natürlich schon auch viel versuchen, ihn zu halten. Das kann ich mir schon vorstellen. Und vor allem der Trainer hat eine ganz klare Ansage gemacht. Ja. Und da muss man dann schon... Als Verantwortlicher im Verein muss man sich schon sehr anstrengen, dass man vielleicht den Wunsch des Trainers doch irgendwie erfüllen kann. Wir sind da gespannt, wie es in der nächsten Saison weitergeht und gehen weiter zum Meister der Saison, der souverän gegen den LASK gewonnen hat. LASK gegen Red Bull 0:3 in Pasching. Muss man den Hut vor Salzburg ziehen, obwohl sie schon sicher Meister sind, wie souverän sie trotzdem auftreten? Ja, das ist einfach eine Mentalität in der Mannschaft, die wollen einfach, auch wenn sie ein Ziel erreicht haben, sie wollen das nächste Ziel, sie wollen Rekorde brechen. Ja. Also, bei denen war die Luft nicht draußen. Nein, da ist eine Siegermentalität drinnen. Sie setzen sich dann das nächste Ziel. Ja. Sie sind auch in einer guten Lage, dass sie sich solche Ziele setzen können, ja, die Rekorde.
einzustellen, Torrekorde und auch nicht zu verlieren, also zu gewinnen. Ja, das ist wirklich eine tolle Truppe mit einem tollen Trainer, der immer wieder extrem gut die Spieler einstellt, vorbereitet und dann gibt man auch nicht auf, dann spielt man bis zum Schluss und komme was wolle, man will die Punkte einfahren, ja, und man will Tore schießen, die sind so richtig noch immer hungrig, ja, das ist ja das, torhungrig bis zum Schluss. Wie ist es für dich, dass es so eine Mannschaft gibt, die immer alles gewinnt? Ist das für eine Bundesliga, ist es für die österreichische Bundesliga gut oder macht es die Liga eher langweilig? Wie siehst du das? Ich glaube, es war überhaupt nicht langweilig, die Saison. Und der LASK war ja schon mehr als dran. Ja, der war schon 6 Punkte vorn. Wenn man sich erinnert, das darf man ja alles nicht vergessen, was vorher war. Ja. Also Punkteteilung, Punkteabzug. Also es hat dann schon ein bisschen in die Karten und Salzburg auch gespielt. Also vielleicht wäre dieses Jahr schon irgendwo eine Ablöse gewesen, ja, aber es war halt so, in Summe waren sie dann doch wieder die Besten. Schauen wir uns mal die Highlights vom Spiel an, LASK gegen Red Bull Salzburg. Ja, das war eine LASK-Chance, genau. Also vom Glück waren sie nicht verfolgt nach Corona, muss man ehrlich sagen. Das muss man sagen. Und da dann Schlager hat auch seine Souveränität verloren, meiner Meinung nach, in dieser Corona-Krise. Er war schon vorher schon extra klasse und dann muss man sagen, dieses Elferfall darf er nicht machen. Also das war der Ramaljo übrigens mit einem sehr schönen Tor. Elfmeter. Genau, und das zweite Elfmeter dann zum 0:3. Zwei Elfmeter. Und es hat halt bei Salzburg einige herausragende Spieler schon gegeben, ja, wie den Soboslai zum Beispiel, der in aller Munde ist, wir haben es erst jetzt am Wochenende angerufen von Italien aus, dass Napoli extrem interessiert ist, weil jetzt war das Duell Napoli gegen Roma und haben sie mich wieder mal interviewt und da haben sie gleich auch gefragt, was ist mit dem Burschen, ja, den wollen wir unbedingt haben, ja, aus Napoli-Seite. Und ja, es werden einige Spiele wieder Salzburg verlassen. So was Leihspieler der Saison auch dieses Jahr. Na bitte, dann werden wir vielleicht nächstes Jahr dann in Italien sehen. Möglicherweise, ja, würde mich freuen, weil die italienische Liga verfolge ich natürlich sehr intensiv. Und ja, noch zum LASK, es ist da echt alles oder vieles schief gegangen nach der Punkteteilung und nach dieser Corona-Aktion, sage ich es einmal so. Ist an den schlechten Leistungen wirklich dieses Trainingsskandal alleine schuld, würdest du sagen? Naja. Hätten Sie sonst den ersten Platz gehalten? Schwer zu beurteilen. Sie haben ja uns wirklich verwöhnt mit tollem Fußball, das muss man schon sagen. Und irgendwo kommt es mir so vor, dass das schon ein extremer Rucksack war. Also dass sie irgendwo mental nicht ganz so auf der Höhe waren, weil sie vielleicht ein schlechtes Gewissen gehabt haben, was auch immer. Sie haben nicht zu dieser Form gefunden, die sie vorher gehabt haben. Was da alles schiefgegangen ist, wird der LASK selber analysieren. Und es ist extrem schade, dass sie so abgestürzt sind, weil sie wirklich ein ernsthafter Konkurrent waren zu Salzburg. Und das wäre natürlich ganz oben noch spannender geworden. Aber gut, sie haben Fehler gemacht. Sie haben nicht diese Leistungen gebracht nach dieser Corona-Pause. Und die Analyse wird der Freien machen, was alles schiefgelaufen ist. Sie sind jetzt Platz 4. Der Trainer Ismail sagt immer in den Interviews, es gab ein LASK vor Corona und ein LASK nach Corona. Wird es ein LASK in der nächsten Saison geben, das einfach nicht mehr mit Corona in Verbindung gebracht wird? Ja, man muss das abhaken. Wie gesagt, man muss es analysieren, man muss es abhaken. Es haben alle Fehler gemacht. Ja. Die Spieler sind die Ärmsten, weil sie einfach die Punkte, die sie erkämpft haben, die hat man ihnen weggenommen. Ob das jetzt gut zurecht ist oder nicht zurecht, haben wir rauf und runter schon diskutiert. Für die Spieler ist es extrem hart gewesen und auch teilweise, der eine oder andere wird es nicht verstanden haben, ja, weil sie gesagt haben, wir haben das erkämpft, erarbeitet, warum nehmen wir uns diese Punkte weg? Sie haben ja letztendlich nur das gemacht, was der Trainer, was das Management von ihnen verlangt hat. Ja. Und kein Profi stellt sich gegen einen Trainer oder gegen den Verein. Also darum haben sie mir leid dann. Und darum haben sie sich wahrscheinlich auch sehr geärgert. Ja, und darum war der Rucksack einfach zu groß, um da wirklich ganz vorne mitzuspielen. Sie haben es versucht.
Also das ist eine Mannschaft, die auch unbedingt will. Aber es war, du hast gesehen, da ist irgendwas bremst. Mhm. Irgendwas rennt nicht harmonisch und deswegen, glaube ich, sind sie dann so abgestürzt. Eine positive Nachricht gab es gestern für die Lasker und zwar für den Tormann der Lasker, für Schlager. Du hast ihn vorher auch schon erwähnt. Er war Spitzenklasse vor Corona, hat auch ein bisschen nachgelassen nach Corona, aber ist zum Tormann der Saison gewählt worden. Michi, was sagst du dazu? Gerechtfertigt? Ja, also in Summe muss man schon sagen, er hat den Sprung geschafft ins Nationalteam. Er hat Riesenpartien gespielt international. Er hat in der Meisterschaft super gespielt. Er war, ich habe es eh gesagt, er war nicht mehr so souverän. Er war nicht mehr so souverän, aber da muss man mehrere Spieler herausnehmen, die nach diesem Corona, nach dieser Pause nicht ihre Leistung mehr gebracht haben. Und er war auch einer, der, natürlich hat man andere Maßstäbe gesetzt, weil er ja schon gezeigt hat, was er alles drauf hat und kann. Und dann ist man schon ein bisschen verwundert oder enttäuscht, wenn er dann sowas ja, eigentlich vom Timing her nicht mehr so ist wie vorher bei den Elfmeter jetzt, was man gesehen hat, zweimal eigentlich schlecht reagiert hat. Aber in Summe, glaube ich, hat er es absolut verdient, dass er zum besten Tormann gewählt worden ist, weil es ist auch keiner da, der ihm irgendwo, ja, das Stankovic vielleicht, ja, aber der hat in Summe, ist er in einer anderen Mannschaft, der kriegt relativ wenig zu tun und für mich gerecht und es freut mich, dass er zumindest da ein Erfolgserlebnis hat. Etwas Positives mitgenommen. Genau. Wir sind gespannt, wo wir Red Bull und LASK nächste Saison sehen und kommen zum nächsten Spiel. Sturm Graz gegen den TSV Hartberg. 1:4 in Graz gespielt. Ein Sorgenkind, ein weiteres Sturm Graz. In 10 Spielen seit Corona 9 Spiele verloren. Wie erklärst du dir das? Also da muss man sich was einfallen lassen. Also jetzt hat man eh wenigstens schon reagiert mit dem Trainer. Aus meiner Sicht viel zu lang gewartet. Und einige Spieler sind einfach nicht würdig, bei Sturm zu spielen. Ja, also das ist ein Traditionsverein, da erwartet man sich viel. Und es ist auch der Kader in Wahrheit ja nicht so schlecht. Ja, aber es dürfte irgendwas grundsätzlich nicht passen. Also die Mischung, intern kriegt man viel zu wenig mit in Wahrheit. Aber da muss mehr kommen. Da muss phasenweise hat man es gesehen, dann haben sie aber wieder naiv gespielt, dann haben sie sich wieder nichts zutraut. Also ich glaube, dass es einmal das Wichtigste ist, einen Trainer zu finden, der zu diesem Traditionsverein passt. Und dann wird es da auch wieder aufwärts gehen. Und also ist auch gut Änderung, für die Liga. Wichtigste Sturm, Änderung für nächste Saison für dich, der Trainer. Auf jeden Fall. Und dann muss man schauen, wer ist wirklich ein richtiger Sturmspieler, wer kann sich mit dem Verein am besten identifizieren. Und ja, und von den einen oder anderen muss man sich dann trainieren und muss sich gezielt verstärken. Dann wird Sturm auch wieder eine Rolle in der Bundesliga spielen. Und das ist ja gut, ja, weil wir brauchen viele gute Mannschaften in der Bundesliga. Schauen wir uns gleich die Highlights vom Spiel Sturm Graz gegen den TSV Hartberg an. Ja, war natürlich vom Goalie ein Wahnsinnspass. Und das, da haben sie profitiert einmal. Führen 1:0. Verhalten von Svetter ist. Ist noch einmal gut ausgegangen, ja, wenn die Mannschaft das Spiel so drehen kann, nach so einem dummen Tor. Ja, dann geht es munter weiter. Ne? Da waren zwei Situationen. Bei der ersten Situation ist nichts pfiffen worden, da auch nicht. Und wäre für dich ein Elfmeter gewesen? Ja, aus meiner Sicht der erste auf alle Fälle. Und da stellt sich der Verteidiger unglaublich ungeschickt an. Ja? Und dann geht es dahin. Ja? Dann ist man zu weit weg von Tadic, der natürlich eine unglaubliche Technik hat. Volles Risiko nimmt, den Halbvolley trifft wie eine Granate und dann das nächste wunderschöne Tor, genau. Also zwei Tore der Runde in Wahrheit. Doppelpack von... Super ab, schauen wir das einmal noch an. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, wie der den Ball trifft. Ja. Und das ist dann so munter weitergegangen. Ein wunderschönes Tor und... Ja, wieder ein Eigentor. Noch, also das war nicht der Tag, wieder mal von Avlonitis und ja, der hat ganz schlecht ausgeschaut, glaube ich, bei 2,5 Toren sogar. Und Hartberg, die Mannschaft, die mich auch immer wieder begeistert. Ja. So wie der WRC, das ist eine Mannschaft, die traut sich was zu, die nehmen Risiko, kriegen manchmal zu viele Tore, aber sie spielen drauf los und
haben gute Techniker drinnen, haben eine Mannschaft, ja, die haben ein gutes Gerüst, schwanken noch immer wieder in ihren Leistungen, also einmal hopp und einmal hopp. Also da geht's, es tut sich immer was. Ja. Es macht immer Spaß, dieser Mannschaft zuzuschauen, weil viele Tore fallen. Sie kassieren halt eindeutig zu viel. Ja. Da könnten sie vielleicht noch weiter vorne stehen. Aber ich glaube, dass man sehr zufrieden sein kann. Und der Markus Schopp ist auch, glaube ich, nicht unzufrieden, wie sich dieser Verein entwickelt. Zuschauen beim Spielen können wir Ihnen noch nächste Woche, wenn Sie sich für Europa qualifizieren können. Was erwartest du? Sie haben noch einmal die Chance. Was erwarte ich mir? Die Mannschaft hat keine Belastung. Die kann munter drauf losspielen. Es wird, wer auch immer, ob das jetzt Austria ist oder Alltag ist. Wer wäre da dann dein Favorit? Was glaubst du, gegen wen werden sie spielen? Boah, das ist schwer zu sagen, weil die Austria ist so wankelmütig. Ja. das ist natürlich das große Ziel von der Austria. Aber es wird gegen Hartberg nicht so einfach. Also, die haben natürlich jetzt auch eine tolle Ausgangssituation, der Hartberg, weil Selbstvertrauen haben sie. Sie spielen drauf los. Wenn sie einen guten Tag haben, sind die ganz schwer zu spielen. Dann kommen wir gleich zur Austria, die gegen SV Mattersburg gespielt haben, 1:0. War ja eigentlich schon alles entschieden, aber schauen wir uns trotzdem mal ganz kurz die Bilder dazu an. Und zwar das Tor von Maximilian Sachs. Ja, es war jetzt nicht unbedingt ein großer Kracher. War schon alles entschieden. Schönes Tor, kann man gar nicht sagen. Und ich glaube, dass viele schon auch mit den Gedanken bei dem Playoff-Spiel war. Und es wird eh schwer genug jetzt. Ich bin gespannt. Also ich traue mir da jetzt nicht sagen, wer die besseren Karten hat, ob es die Austria ist oder Alltag ist. Wie beurteilst du die Leistungen von der Austria generell in der Qualifikationsgruppe, so die letzten Spiele? Gar nicht gut. Gar nicht gut. Versöhnlich der Abschluss in Wahrheit. Man hat es geschafft, dort wo man das Minimalziel, möchte ich mal sagen. Nur es ist noch nichts erreicht. Ja. Man hat jetzt einmal sich eine Ausgangsposition geschaffen fürs Playoff. Und jetzt kommt es drauf an. Jetzt sieht man auch, auf wem ist Verlass, welcher Spieler hat den Charakter, solche wichtigen Spiele dann auch letztendlich zu gewinnen. Und da geht es jetzt zur Sache, obwohl das Programm sehr dicht und intensiv war und jetzt muss man einmal alle Kräfte bündeln und wird schwer genug für beide Mannschaften. Können Sie sich noch retten, Austria, wenn Sie jetzt das Playoff gewinnen, wenn Sie sich durchsetzen in den Playoffs? Wird die Saison dann ein bisschen besser? Also dann hat man, muss man ehrlich sagen, wenn sie es schaffen, was eh, wie gesagt, wir wollen schon zum dritten Mal schwer genug wird, dann haben sie jetzt zumindest den Kopf ein bisschen aus der Schlinge gezogen. Aber es ist noch ein weiter Weg. Also das ist lang nicht sogenannte Gmadewiesen. Es ist brutal hart. Ja. Saison von Mattersburg? Durchwachsen. Viel mehr erwartet, also ich persönlich von der Mannschaft, weil ich sie eigentlich immer anders eingeschätzt habe und eigentlich ganz anders sehe. Und ich glaube auch, dass da mehr drinnen steckt in der Mannschaft. Sie haben teilweise nicht so gespielt über die Saison, wie Mattersburg spielen oder wie man sie kennt. Ja, dass das eine Mannschaft ist, die über den Kampf, über den absoluten Willen, die Bereitschaft zu ihrem Erfolg kommt. Und das hat man phasenweise einfach vermisst. Also ich habe es vermisst und deswegen bin ich von Mattersburg ein bisschen enttäuscht. Das Spiel gestern war dann eigentlich aber auch schon entschieden. 1:0 so ist und es. So gehen wir zum nächsten Spiel, St. Pölten gegen Altach. St. Pölten hat 2:0 gewonnen und ich würde sagen, wir schauen uns gleich mal die zwei Tore des Spiels an. Oh, da sieht man wieder einen schweren Patzer. Da war man wahrscheinlich auch mit den Gedanken ganz woanders. Man ist defensiv von Altach nicht so gut gestanden. Ingolic macht das ganz gut. Zieht durch und trifft ganz und genau. Ist im Tor. Genau, das ist das 1:0. Aber es geht, da sieht man eh den Patzer vom Verteidiger. Ja. Und dann nutzt man das sehr schön aus. Schnörkellos, ein Strich ins Eck. Muss man sagen, sehr gut gelöst. Und es ist ja bei der Partie auch um nichts mehr gegangen. Ja. Ja. Also St. Pölten war gerettet.
und auch für Alltag ist um nichts mehr gegangen. Und deswegen war es relativ easy, die Partie. Und das zweite Tor ist ein Elfmeter. Genau, der Elfmeter war jetzt nicht mehr drinnen. Den haben sie uns weggeschnitten. Aber das war dann noch das 2:0. Es ist nicht mehr um viel gegangen. Wir haben eh schon drüber gesprochen, auch Altach hat gute Chancen im Playoff. Absolut. Also die Mannschaft für mich wieder, so wie ich gesagt habe, Mattersburg, von denen war ich ein bisschen enttäuscht. Mhm. Von Altach eigentlich sehr positiv überrascht, in Summe. Und das ist ein unguter Gegner. Also das ist eine Mannschaft, die auch eine klare Linie hat, ein klares System hat. Und sehr, sehr, sehr schwer zu bespielen ist. Und ich glaube, es waren sowohl bei der Austria als auch bei Altach waren schon die Gedanken ein bisschen schon auf Richtung dieses wichtige Playoff-Spiel. Deswegen kann man diese Ergebnisse jetzt nicht so überbewerten. Und ich glaube, dass das eine bare Situation ist, ja, zwischen der Austria und Altach. Also es wird ein richtig spannendes und heißes Spiel, das mit Sicherheit. St. Pölten war vor Corona noch Letzter und jetzt Klassenerhalb geschafft, eigentlich auch noch in der letzten Runde. Also war gar nicht so spannend, sage ich jetzt einmal, weil es dann eh schon auch geklärt war. Wie beurteilst du Ihre Saison? In Summe natürlich das Ziel erreicht, man ist nicht abgestiegen. Robert Ibertsberger hat die Mannschaft sofort in den Griff bekommen. Mhm. Und hat das Beste draus gemacht, würde ich einmal sagen. Man hat irgendwo gesehen, dass da auf einmal wieder eine Linie drinnen ist, ein System auch dahinter steckt. Und ich glaube, dass da ganz klar angesprochen worden ist, was zu tun ist, den Ernst der Lage vor allem. Und man hat sich echt schon eine Runde vor der letzten, was immer wichtig ist, dass man nicht bis zum ganz zum Schluss zittern muss. Hat es geschafft, eben nicht abzusteigen und deswegen ein Riesenerfolg, auch für den Robert Ibertsberger und seine Männer. Aber da kann es auch nur nach oben gehen, ja. Da ist noch mehr drinnen, da ist mehr Potenzial da, das Umfeld ist gut. Also ich glaube, dass da schon mehr möglich sein sollte, als wie, dass man immer nur zittert, dass man wo absteigt. Wo siehst du sie denn nächste Saison? Ja, schon im gesicherten Mittelfeld sollte es das Ziel sein. Ja. Also man sollte sich die Ziele überhaupt sehr hoch stecken, ja. dass man in der Meisterrunde mitspielt vielleicht, ja, nächstes Mal. Also ich würde mir die Ziele schon ein bisschen höher setzen und nicht nur bitte nicht absteigen. Ja. Und es gibt einen neuen Sportdirektor, Georg Zellhofer, tut das auch gut? Sehr viel Erfahrung, guter Mann. Also kann nur sich positiv auswirken. Also wird man natürlich sehen, was da jetzt möglich ist, auch finanziell, aber Zellhofer kennt die Liga in- und auswendig und ist überall, wo er war, hat er irgendwo sein Markenzeichen gegeben. Also gute Entscheidung aus meiner Sicht. Wir sind gespannt, wie es dann nächste Saison für St. Pölten und auch für alle anderen Mannschaften weitergeht. Hast du schon ein bisschen einen Riecher oder ein Gefühl? Wie stellst du dir die nächste Saison vor? Wird es ähnlich ausschauen oder wird es da viele Verschiedenheiten? Ich glaube, das ist so richtig schwer einzuschätzen. Jetzt mit den ganzen Problemen, was waren. Einige Mannschaften sind finanziell richtig angeschlagen. Und da wird es einfach nicht mehr diese hochdotierten Verträge geben, da wird nicht mehr so viel Geld da sein für Top-Spieler. Also es wird sich schon vieles ändern. Es wird sehr viel auf Jugend gesetzt werden. Man hat gesehen, dass das funktioniert bei Rapid. Hat man gesehen, dass viele junge Spieler da sind, die das Zeug dazu haben. Und ich glaube, dass wir generell eine ganz andere Saison erleben werden. Also es wird da sich schon einiges tun. Der eine oder andere wird halbwegs gut ausstehen, der andere wird vielleicht Probleme kriegen, finanzieller Natur. Mhm. Also es ist alles sehr auf wackeligen Beinen. Jetzt wissen wir noch nicht, müssen wir noch abwarten, aus der Alltag und dann letztendlich gegen wem Hartberg sich dann duelliert. Also es ist ja noch nicht aus. Es geht ja noch um sehr viel. Es geht noch weiter, ja. Und wenn man so ein bisschen vorausschaut, ja, es wird sich einiges wahrscheinlich verändern. Ich hoffe nur, dass Zuschauer wieder zugelassen werden. Dass man bringt das wahrscheinlich auch wieder ein bisschen Motivation dann rein. Bisschen natürlich. Stimmung und Power. Fußball ohne Zuschauer hat man eh gesehen. Geisterspiele, ja, gut und schön. Aber da gehören Zuschauer her. Und auch wenn es halt limitiert ist, irgendwie muss man Stimmung ins Stadion bringen.
Die Fans brauchen das, die brauchen auch was, die brauchen diese Spiele, sie wollen ja mitfiebern mit ihren Herzensvereinen. Ich glaube, die kratzen sich mitleben. Freuen sich schon, wenn sie wieder ins Stadion dürfen. Ja. Und ich glaube, das, wobei wir ja alle nicht wissen, wo die Reise hingeht, weil es gibt ja schon wieder mehr Infektionen und es ist alles nicht so rosig. Also wir hoffen, drücken die Daumen, dass es positiv weitergeht. Und was man alles mit dem Fußball bewirken kann, auch wenn es jetzt Geisterspiele sind, das haben wir eh gesehen. Also es gehört schon zu unserer Gesellschaft dazu, dass man wirklich auch Fußball sehen kann und mitfiebern und mitleben kann. Und ja, drückt man einfach die Daumen, dass das in die richtige Richtung geht alles. Wir wünschen auf jeden Fall das Beste. Wir wünschen Zuschauer vor allem auch. Und deshalb Hände waschen, Abstand halten und dann hoffen wir, dass wir nächste Saison wieder den Fußball zurückbekommen, den wir leben und lieben, obwohl es die Saison auch sehr spannend war. Genau. Es war halt ganz anders. Ja. Ganz viele neue Sachen. Man kann Lehren draus ziehen, aber so wollen wir eigentlich in Wahrheit nicht weitermachen. Also es kann schon das Stadion wieder gefüllt und ja, das ist für das war mein ganzes Leben und alle. Die sich für Fußball begeistern, wünschen sie das, dass sie wieder ins Stadion dürfen. Wir freuen uns auf die Spiele nächste Woche und dann auf die kommende Saison. Michi, vielen Dank, dass du analysiert hast, deine Expertise mit uns teilst und Zeit hattest. Und wir freuen uns, wenn wir auch Sie nächstes Mal wieder beim Bundesliga-Talk im Sportstudio mit dabei haben. Auf Wiedersehen. Ciao. Wiederschauen.